Hello, good morning everybody. We are going to talk in German, so if you need English interpretation, please choose the button below the window. Hallo und guten Morgen zu diesem zweiten Morgenauftakt an diesem Donnerstag vom Zukunft für alle Kongress. Wir sind hier live in Leipzig in der Zukunftszentrale und ihr digital hoffentlich von unterschiedlichen Orten überall auf dieser Welt. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Ich bin Charlotte und arbeite auch beim Konzeptwerk Neue Ökonomie und darf euch heute durch diesen Morgen begleiten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind ja quasi jetzt schon mitten im Kongress. Der Kongress läuft jetzt heute das ist der zweite Tag, der heute losgeht. Und wir hoffen, ihr habt es euch irgendwie gemütlich gemacht. Lasst euch mitnehmen in die Zukunft, denn heute Morgen geht es auch wieder darum, wie wollen wir 2048 leben und Gesellschaft gestalten. Wir haben uns hier schon gemütlich eingerichtet. Vor mir sehe ich auch viel Technik und PC. Ich hoffe, ihr habt vielleicht eine Tasse Kaffee, Tee oder Sonstiges bei euch und lasst euch mitnehmen in die Zukunft. Das Format, der Morgenauftakt, das ist ein Impuls für den Tag. Der soll so ein bisschen querliegen zu allem, was sonst heute so passiert. Also der soll vielleicht so ein bisschen anregend sein, der kann vielleicht zum Denken anregen, der darf aber auch zum Schmunzeln anregen. Und wir haben dafür unterschiedliche Gäste eingeladen und hoffen, euch so ein bisschen abholen zu können und eine kleine Inspiration für den Tag mitzugeben. Für den Kongress Zukunft für alle haben wir zwei große zentrale Fragen, nämlich: Wie wollen wir 2048 leben und wie kommen wir dahin? Und das Programm ist so aufgebaut, dass wir heute, so wie gestern auch bei dem Morgenauftakt, über die Utopie 2048 sprechen. Auch die ganzen Workshops, die später stattfinden und Podien sind darauf ausgelegt, über Utopien zu sprechen. Gestern war schon Natascha Kelly zu Gast bei uns, digital zugeschaltet und hat uns von Utopien berichtet. Morgen geht es dann um die große Frage, wie kommen wir denn dahin, also sozusagen um die Transformation, und haben dazu auch spannende Gäste wie Deria Binisik und Julia Fritsche am Samstag. Bevor ich jetzt den Ablauf für den, bevor ich die Gäste vorstelle, noch mal kurz zum Ablauf für diese kurze Stunde, für diesen Impuls. Wir führen heute ein Generationengespräch, ungefähr so eine halbe Stunde. Ihr habt währenddessen, aber auch danach Zeit, seid ihr eingeladen, Fragen im Chat zu stellen. Den könnt ihr nutzen, wenn ihr auf VenueList angemeldet seid für den Kongress. Die Fragen werden dann an mich an die Bühne hochgereicht und ich kann dann nochmal an diese Fragen an Kate und Werner, an unsere Gäste, weiterreichen. Und am Ende haben wir noch einen Koffer der Zukunft. Ich erkläre, was es auf sich hat, wenn wir soweit sind. Dann gibt es noch ein paar Orga-Punkte und dann war es das auch mit dem Impuls in den Tag. So viel zum ganzen Setting, zum allem drumherum und dann zu meinen beiden Gästen. Der Kongress Zukunft für alle ist getragen von einem ganz großen Organisationskreis. Das sind über 50 Menschen, die seit November daran arbeiten, dass das, was ihr jetzt gerade seht, vielleicht schon gestern gesehen habt oder auch noch die nächsten Tage erlebt, vorbereitet haben. Also auch hier schon mal, wie an anderen Stellen ja auch, einen herzlichen Dank dafür. Und weil dieser Organisationskreis so zentral ist, dass es dieses Event überhaupt passiert oder gibt, haben wir zwei Menschen daraus heute für den Morgenauftakt eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich hier auf der Bühne, hier live vor Ort in Leipzig, neben mir Kate Cabanova, schön, dass du heute da bist. Und live zugeschaltet Werner Retz, heute digital aus Bonn. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Gut. Guten Morgen. Ich stelle euch erstmal vor.
Neben mir sitzt Kate. Kate lebt in Leipzig und arbeitet seit circa so 1,5 Jahren auch im Konzeptwerk Neue Ökonomie. Kates Pronomen ist Kate und hat letztes Jahr die Degrowth-Sommerschule oder das Klimacamp Leipziger Land mitorganisiert und ist auch seit Beginn, also seit November, Teil vom Organisationskreis Zukunft für alle. Darin hat Kate vor allem sich um die Logistik gekümmert, also alles, was irgendwie hierher gekommen ist, das hat Kate mit anderen Leuten mitorganisiert. Kate ist politisch aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung und in queer-feministischen Kontexten. Wie ihr seht, zählt Kate zu den jüngeren Aktiven des Organisationskreises. Schön, dass du da bist. Und ein herzliches Willkommen auch an Werner. Werner, auch du bist seit Beginn der Organisierung des Zukunfts für alle Kongresses Teil des Organisationskreises. Ich durfte auf deiner Homepage gestern lesen, dass du dich als Aktivist, Autor, Koch und Referent beschreibst. Und Werner ist seit vielen Jahren aktiv bei ATTAC und arbeitet zu unterschiedlichen Themen, unter anderem zum bedingungslosen Grundeinkommen, Freihandel und Digitalisierung. Wie ihr seht, zählt Werner zu den älteren oder ältesten Leuten im Organisationskreis. Herzlich willkommen, dass auch du digital dabei bist. Hallo. Genau, ihr seht also, wir haben ganz bewusst 2 Personen eingeladen aus 2 ganz unterschiedlichen Generationen. Ich würde schon so sagen behaupten, ich weiß jetzt nicht ganz genau euer Alter, aber wahrscheinlich liegen so grob 30 Jahre zwischen euch. Das ist toll. Und die Idee ist ja auch, dass wir hier ein Generationengespräch führen und darüber sprechen, wie eigentlich die Utopie 2048 für euch jeweils aussieht. Wir wollen ein wohlwollendes Gespräch führen, wo aber auch durchaus unterschiedliche Ansichten aufkommen können. Was wir vorher schon abgesprochen haben, damit wir sozusagen in der Hinsicht, was Redeanteile angeht, gleiche Voraussetzungen haben, die wir mitbringen, ist, dass ich so ein bisschen auf die Zeit achte. Also falls irgendjemand von euch ganz ausschweifend werden sollte, dann würde ich intervenieren und sagen, so, letzter Satz, nächste Person kommt dran. Aber das haben wir auch abgesprochen, nur dass ihr das nochmal wisst. Genau, noch die letzten Worte und dann übergebe ich das Wort aber auch sozusagen an euch. Warum dachten wir, ist es spannend, euch beide einzuladen oder so ein Gespräch zu machen? Soziale Bewegungen zeichnen sich seit über 100 Jahren dadurch aus, dass Konflikte zwischen den Generationen häufig verhindern, dass wir voneinander lernen. Oder dass es auch verhindert wird, dass wir von den Kämpfen, von den Vorangegangenen lernen können. Doch so haben emanzipatorische Kämpfe eines gemeinsam. Sie haben nämlich eine Geschichte, ein Gedächtnis. Und diese Geschichte oder dieses Gedächtnis, das muss ständig wachgehalten werden. Das muss erzählt werden, das muss weitererzählt werden. Und das wollen wir vielleicht in diesem Format so ein bisschen versuchen zu machen. Generationen, wir tauschen uns aus, wollen miteinander lernen. Vielleicht wollen wir so ein bisschen den Finger auch in die Wunde legen, oder nicht vielleicht, also wir wollen auch die Machtfrage stellen, wollen irgendwie einen Machtkonflikt aufzeigen, der zwischen 2 Generationen irgendwie liegt. Wir wollen schauen, wie wir damit umgehen, nebeneinander, aneinander zuhörend, aber auch vielleicht in Veränderung und in Abgrenzung voneinander. Gut, so viel. Lange Rede. Jetzt geht's los. Jetzt will ich von euch wissen. Vielleicht, bevor ich euch die erste große Frage in Anführungszeichen stelle, kurz, wie seid ihr heute Morgen hier? Kate, wie geht's dir? Ich bin noch am Aufwachen. Aber ich habe schon gefrühstückt, daher geht's mir gut. Okay, gut. Werner, wie bist du heute Morgen hier? Ja, recht entspannt. Es sieht so aus, als ob wir in Bonn heute wieder ein bisschen besseres Wetter bekommen würden. Und ich habe zwischen einem Workshop im Anschluss hier dran den 2. Slot heute frei, sodass ich erst um 17 Uhr wieder arbeiten muss. Da komme ich vielleicht dazu, kurz auf den Markt zu gehen. Das ist alles schön. Das ist gut.
Dann können wir ja mal miteinander reden, ins Gespräch kommen. Ken Kate, ich stelle an dich die erste Frage. Es geht ja um die Utopie 2048, also das ist ein Teil von dem Kongress. Ich frage dich, wie stellst du dir die Utopie 2048 vor? Also ich hoffe, dass im Jahr 2048 bin ich nicht so aufgeregt vor den Kameras und auf der Bühne und kann hier ein bisschen entspannter sitzen und ganz ruhig reden. Genau, ich versuche mich daran zu konzentrieren, langsam und deutlich zu sprechen, damit mich auch alle verstehen, gut verstehen können und die DolmetscherInnen mitkommen. Ja, das war ein sehr persönlicher Punkt, aber ich habe auch viele andere Punkte, die mich beschäftigen und hoffentlich kann ich die jetzt so ein bisschen strukturiert rüberbringen. Ansonsten frage ich einfach nochmal nach. Genau, spannend. Sehr gerne. In meiner Utopie im Jahr 2048 sind wir schon so weit, dass jegliche Diskriminierungen und Herrschaft hintergefragt ist. Und das bedeutet, dass alltägliche Diskriminierung zu erkennen sind und aktiv bekämpft werden. Und das sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten Raum. Was wiederum bedeutet, dass es zur Normalität ist, dass privilegierte Menschen eigenes Verhalten reflektieren und sich in Selbstreflexion Gruppen austauschen und an Antidiskriminierungstrainings teilnehmen. Und im Gegensatz dazu gibt es aber ganz viele Empowerment-Räume, also so Räume, wo sich Menschen aus unterschiedlichen marginalisierten Gruppen treffen können und sich gegenseitig ermutigen und eben zum Beispiel dann auf einer Bühne zu sitzen, was sehr aufregend und nicht so leicht, sich das zu trauen, das zu machen sein kann. Genau, und diese persönlichen Veränderungen, die dann bei jedem Mensch in unserer Gesellschaft passieren, haben dann automatisch einen Einfluss auf unsere ganze Gesellschaft. Und das heißt, dass zum Beispiel aus meiner Perspektive sind dann zur Normalität geworden, dass wir Unisex-Toiletten haben, dass nicht-binäre Geschlechtsrollen in allen Dokumenten mitgedacht sind und vieles mehr. Genau, das wäre so ein großer Punkt für mich. Und gleichzeitig aber hoffe ich, dass neben dieser ganzen Kritik an unserer Gesellschaft und an uns selber schaffen wir das auch, uns ganz viel Wertschätzung zu geben. Mhm. Für alles, was wir machen, für unsere Tätigkeiten und vor allem auch für die Sorgetätigkeiten. Und demnahe ist mir auch sehr nah das Thema der Pflege und insgesamt des Gesundheitssystems, wo es auch ganz viele Bausteine gibt. Und da sehe ich viel Potenzial, dass es schon in den nächsten Jahren, also ab sofort, viel Veränderung geben kann. Vor allem in dem, dass die Gesundheitszentren bedürfnisorientiert sind und auf jeden Fall nicht profitorientiert, wie das heutzutage ist. Und das bedeutet, dass halt gewisse Behandlungen sind nicht mehr wert als andere Behandlungen und dass die Menschen, die in dem Gesundheitssystem arbeiten, auch gleich geschätzt werden und sich auch die Zeit nehmen können, sich um andere Menschen zu kümmern, weil das kommt heute viel zu kurz. Und vor allem, dass auch die Pflege oder die medizinische Versorgung gleichwertig für alle ist, weil das ist heutzutage auch nicht der Fall, nicht mal bei uns. Genau, und damit hängt auch noch ein bisschen die Bewegungsfreiheit bzw. unsere geschlossenen Grenzen. Da in meiner Utopie 2048 gibt es oder spielen Nationalstaaten keine wichtige Rolle und die Grenzen sind offen und ermöglichen dadurch umfassende Bewegungsfreiheit und es gibt auch sofort keine Abschiebungen und keine Grenzkontrollen, dementsprechend auch keine Ausländerbehörde.
sondern vielleicht andere Anlaufstellen. Genau, vielleicht erstmal so. Ja, vielen Dank für den Einblick in deine Welt, sozusagen, und deine Utopie, für die du ja auch arbeitest und Teil des Organisationskreises bist, 2048. Und danke, dass du hier sitzt und da bist, trotz ganzen auch kleiner Hürden und Aufregungen. Ja. Werner, ich habe für dich eine ähnliche Frage, aber so ein bisschen zugespitzter und provokanter. Wie ist das Leben für weiße alte Männer in der Utopie 2048? Ja, das ist, das ist nett formuliert, nett gefragt. Ich hätte auch mit meinem Alter angefangen. 2048, das sind 28 Jahre von jetzt. Vor 28 Jahren hatte ich schon 24 Jahre politische Arbeit hinter mir. Insofern habe ich schon eine ziemliche Vorstellung davon, wie wenig und wie viel gleichzeitig in 28 Jahren passieren kann. Das heißt, meine Utopie für 2048 ist vielleicht nicht, für manche vielleicht nicht mehr so sehr eine Utopie als nur eine verstärkte Zukunftshoffnung. Ich glaube, das beschreibt so ein bisschen auch damit gleichzeitig den Schlenker, die Nuance, die du in der Frage an mich mit eingebaut hast. Wenn 2048 eine Gesellschaft existieren soll, die nachhaltig und lebenswert und gut für alle Menschen ist, dann wird sich die Rolle von weißen alten Männern gegenüber heute reduziert haben müssen. Das heißt nicht, dass weiße alte Männer dann ein schlechtes Leben haben, und das heißt nicht, dass weiße alte Männer dann die Gruppe wären, die dann an den Rand geschoben wird. Das hätte mit emanzipatorischer Gesellschaft nichts zu tun. Das heißt aber, dass privilegierte Menschen, wie ich das definitiv bin, nicht nur als Teil dieser Beschreibung weißer alte Männer, sondern auch individuell, ganz sicherlich im weltweiten Rahmen privilegierter Mensch bin. Das heißt schon, dass privilegierte Menschen sich darauf einstellen müssen, dass diese Privilegien in der nächsten Generation in Frage gestellt und zurückgenommen werden. Ich glaube nicht, dass 2048 eine Welt existieren wird, in der es keine Privilegien mehr gibt. Ich glaube nicht, dass 2048 eine Welt existieren wird, in der es keine Widersprüche, Auseinandersetzungen, Klassenkämpfe mehr gibt. Ich glaube aber, dass 2048 eine Welt existieren könnte, in der globale soziale Rechte Wirklichkeit sind. Globale soziale Rechte war so ein Begriff, mit dem wir vor 20 Jahren etwa angefangen haben zu experimentieren, als der Sozialismusbegriff immer unbrauchbarer wurde, weil er immer mehr für Wege stand, von denen sich gezeigt hatte, dass sie nicht zu einer emanzipatorischen Gesellschaft führen, dass sie Privilegien fortschreiben, dass sie auch Unterprivilegierungen fortschreiben, auch wenn sie die eine oder andere aufgehoben haben. Mit dem Begriff globale soziale Rechte wollten wir sagen, dass soziale Rechte, Menschenrechte nur verständlich sind, nur denkbar sind, wenn sie global sind, wenn sie also für alle Menschen auf der Welt gelten. Wir wollten damit sagen, dass der menschenrechtliche Ansatz nicht falsch wird dadurch, also der Ansatz, der auf die individuelle Seite schaut, darauf, welche Rechte Individuen haben gegeneinander, aber vor allem auch in Abwehr gegen den Staat und staatliche Übergriffe. Deshalb die Betonung der Rechtssituation, aber auch die Betonung des Sozialen, also Rechte zu verstehen als etwas, das in der Gemeinschaft zum Tragen kommt und nicht nur wie Menschenrechte individuell sind. Und wir wollten damit sagen, dass globale soziale Rechte einen Aspekt beachten müssen, den weder Menschenrechte noch staatlich garantierte bürgerliche Rechte haben, nämlich den Aspekt, dass man sie nicht nur haben muss, sondern auch kriegen.
Du kannst viele schöne Rechte haben, hat Rosa Luxemburg noch 100 Jahre vorher mal formuliert. Unter anderem haben wir alle das Recht zu fliegen, schrieb sie damals, nur macht kaum jemand davon Gebrauch. Es geht also darum, wie bekommt man auch soziale Rechte, wie kommt man in den realen Genuss von gleichen Rechten, von gleichen Möglichkeiten, von gleichen Chancen. Und das hat etwas mit Aneignung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass man sie sich nimmt, diese Rechte. Nicht individuell, sondern auch das gemeinsam. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, der bis zum Jahr 2048 eine ganze Menge leisten kann. Und das globale soziale Rechte, das wäre meine Utopie, 2048 rechtlich einforderbar und in jedem Land der Welt gerichtlich durchsetzbar wären, dann wäre viel gewonnen. Mhm. Cool, vielen Dank. Kate, magst du irgendwas? Ah ja, genau. Gerechter Applaus für alle Remote-Beiträge. Kate, der Blick auf Werners Utopie 2048, hast du noch eine Perspektive da drauf? Ich habe mich gefragt, Werner, inwieweit du glaubst, dass diese Gleichberechtigung schon im Jahr 2048 irgendwie möglich ist, weil du irgendwie das Wort reduziert für alte weiße Männer benutzt hast. Und ich glaube, da sehe ich auf jeden Fall es nicht zukommen, dass wir in schon so nahe Zukunft irgendwie alle gleichberechtigt da sein, sondern ich glaube, das braucht schon viel mehr Raum für Menschen, die eben jetzt die ganze Zeit unterdrückt sind und denn es mehr zugehört werden sollte. Und genau. Also so der Step, bevor eine Gleichberechtigung überhaupt da sein kann, braucht es irgendwie eine wesentliche Ermächtigung und mehr Raum sozusagen. Genau. Genau. Magst du auch da nochmal drauf reagieren? Oder? Ja, das ist ja genau das, was ich versucht habe zu sagen. Es wird 2048 auch noch Privilegien geben und Unterprivilegierungen geben. Und es wird nur möglich sein, die Privilegien, für die weiße alte Männer ja nur zeichenhaft stehen. Natürlich sind es die am meisten privilegierte Gruppe. Es gibt aber auch andere Privilegien, um die es noch geht. Genau. Und natürlich wird man aus diesen Privilegierungen und Unterprivilegierungen nur rauskommen, wenn diejenigen, die da die schlechteren Karten haben, sich auch das Recht nehmen, ihre Positionen, ihre Anliegen, ihre Bedürfnisse, ihre Rechte anzueignen, durchzusetzen, sich selbst zu nehmen. Das wird auch 2048 noch notwendig sein. Wir werden 2048, auch wenn es globale soziale Rechte rechtlich einforderbar sind, nicht in einer Situation sein, in der ganz selbstverständlich alle diejenigen, denen bisher Rechte genommen werden, sie dann einfach auch haben. Sie werden sie sich auch nehmen müssen. Genau, nehmen müssen, aber auch Platz machen sozusagen. Ich glaube, das eine geht mit dem anderen einher, dass das irgendwie beides passieren muss. Sonst funktioniert es nicht, ja. Genau. Kommen wir zu vielleicht dem nächsten Teil. Die Frage ist so ein bisschen an euch beide gerichtet. Ich fange einfach auch wieder mit dir an, Kate, wenn es in Ordnung ist. Ihr habt ja beide jetzt circa 8 Monate gemeinsam im Organisationskreis Zukunft für alle mitorganisiert. Wenn ich jetzt wieder denke, 2048, wie läuft so eine Zusammenarbeit, vielleicht utopisch gesehen, in sozialen Bewegungen? Vielleicht aber auch anders, wie es irgendwie jetzt gerade läuft. Oder was möchtet ihr vielleicht auch behalten? Also einmal der Kontrast, wie könnte es anders laufen, was könnte besser laufen, aber was vielleicht habt ihr auch aus euren Erfahrungen von der Organisierung und Organisationskreis mitbekommen und habt das Gefühl, boah, das ist das, das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Kate. Also als erstes habe ich im Kopf, dass obwohl wir für eine andere Welt kämpfen und das schon versuchen in unseren Strukturen und Kreisen mitzudenken, ist es immer noch sehr sichtbar, dass wir halt alle diese gesellschaftlichen Strukturen von draußen quasi mit nach innen nehmen. Und da sehe ich auch viel Potenzial, dass wir viel verändern können in den Sachen, dass ich das Gefühl hatte,
dass dadurch, dass wir diese irgendwie denken an das Ziel und unsere Leistung mitbringen, fällt es runter, irgendwie sich auf unsere Gruppendynamikprozesse zu konzentrieren und hatte auch Gefühl, dass wir uns viel mehr Raum nehmen müssen, um eben einen diskriminierungssensiblen Umgang miteinander zu üben überhaupt, weil es meines Gefühls nach gibt es immer noch zu wenige Menschen bei uns, die verschiedene Perspektive einbringen und denn es, glaube ich, auch schwer tut, wenn diese diskriminierungssensible miteinander halt noch nicht eingeübt ist. Und bei uns meinst du im Organisationskreis, genau, zum ja. Beispiel? Mhm. Ja. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass vielleicht schon nächstes Jahr, wenn wir wieder was organisieren, können wir uns viel mehr auf die Bedürfnisse einzelner Menschen, die mitmachen wollen, eingehen und gemeinsam überlegen, wie wir gemeinsam arbeiten können und nicht so viel vorgeben. Und hast du vielleicht so ganz konkret eine Sache, die ihr vielleicht schon gemacht habt, sensibel miteinander zu sein, um das nochmal so erzählen, was du gut fandest, was du gerne mitnehmen wollen gut würdest? Fand. Ja, was du gut fandest, was du auf jeden Fall mitnehmen möchtest. Ja. Also ich finde zum Beispiel unser Prinzip der Basisdemokratie, dass wir im Konsens entscheiden, finde ich auf jeden Fall schon sehr gut und damit fühle ich mich auch sehr wohl. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass dadurch können alle Menschen sich an Entscheidungen beteiligen und irgendwie den Bedenken äußern. Mhm. Genau. Okay, cool. Werner, was denkst du dazu? In 2048, wie läuft da diese Zusammenarbeit in sozialen Bewegungen? Vielleicht in dem Kontrast, wie es heute oder gerade gelaufen ist und was möchtest du aber auch gerne beibehalten? Ja, an der Stelle spielt natürlich die Tatsache, dass ich über 50 Jahre politisch aktiv bin, eine ganz große Rolle, weil in der Zeit haben sich die Kulturen der Zusammenarbeit der emanzipatorischen Bewegungen mehrfach in beide Richtungen, zum Positiven und zum Negativen, verändert. Insofern fällt es mir schwer, eine ernsthafte Prognose für 48 abzugeben, aber danach werde ich ja, wenn ich es richtig verstehe, auch nicht gefragt, sondern nach einer utopischen Vorstellung. Ja. Und da ist in dem, was wir jetzt machen, schon einiges drin. Es stimmt natürlich, Kate, wenn du sagst, wir haben noch eine Menge an Übungsbedarf, um uns entsprechend aufeinander einzustellen. Das ist überhaupt keine Frage. Es war für mich zum Teil schon so, dass ich mich neu daran gewöhnen musste, als ich im Attac-Zusammenhang erzählt habe, wie wir hier im Organisationskreis miteinander umgehen. Also nur als winzig kleines Beispiel, das zur Namenskennzeichnung im Prinzip. Ich habe es jetzt wieder nicht gemacht, weil Venulus, mein Big Blue Platten das anders gespeichert hat und ich es nicht mehr ändern konnte, das Pronomen dazu gehört. Habe ich im Attac-Zusammenhang Augenrollen erlebt. Weil die das überhaupt nicht kennen und sich gar nicht vorstellen können, was ist das? Warum tut man das? Wozu ist das gut? Das heißt, da passiert hier schon was mit uns Alten, die hier drin sind. Sicherlich aus dem Bedürfnis von anderen Beteiligten in unserem Kreis, du hast es ja auch ausgedrückt, zu wenig. Was ich wichtig finde für eine Zusammenarbeit von unterschiedlich Erfahrenen und unterschiedlich lange in diesem Engagement befindlichen Menschen, was ich wichtig finde für Menschen in ihrer Zusammenarbeit, die unterschiedlich viel Kraft, unterschiedlich viel Zeit in dieses Engagement investieren wollen, ist, dass es Strukturen gibt, in denen man lernen kann, mit diesen Unterschieden umzugehen. Das haben wir hier und heute im Organisationskreis nicht. Wir haben in diesem Organisationskreis über 150 Menschen, habe ich dieser Tage von Mike gelernt, gehabt in den Monaten, die da mal reingeschaut haben. Darunter waren Leute mit, wie ich, über 50 Jahre Erfahrung im politischen Engagement und darunter waren Leute, die dies hier zum ersten Mal machen. Das ist, selbst wenn man keine Privilegierungen dabei hätte, schon eine extreme Schwierigkeit, auf so einer Ebene zusammenzuarbeiten.
Was ich wichtig finde und was zu meiner Utopie von 2048 gehören würde, wäre, dass es flächendeckend politisches Engagement gibt. Dass überall, in jedem Ort, in jedem Stadtteil, Gruppen sind, die miteinander über die Generationen und über die Perspektiven hinweg gemeinsam politisches Engagement gestalten. Und dass da heraus Erfahrungen wachsen können, die in der Zusammenarbeit für so eine zentrale Aktion wie diesen Kongress es möglich machen, dass man dort Menschen hat, die schon wissen, wie man sowas tut, die schon eine Erfahrung damit haben, auf was man achten muss, wie man achtsam und wie man auch fordernd miteinander umgehen kann. Das braucht aber eine viel breitere Basis in der Fläche, als wir sie heute haben. Und das wäre mein Wunsch, dass dieses Lernen, was wir hier in diesem Kreis in 8 Monaten gemacht haben, etwas ist, was 2048 für alle in ihrer Nachbarschaft schon möglich ist. Okay. Ja, es reißt so ein bisschen die Frage an, also du hast so ein bisschen damit jetzt schon aufgemacht, ihr als zwei Menschen aus zwei unterschiedlichen Generationen bringt ganz unterschiedliche Erfahrungen mit. Wie bauen denn eure Kämpfe aufeinander auf? Kate, an dich sozusagen, wofür bist du vielleicht auch der älteren Person dankbar? Aber vielleicht auch, was wirfst du weg? Und die Frage, eine Gegenfrage kommt dann sozusagen gleich zu dir. Ja. Also ich will jetzt auch alte weiße Männer nicht runter machen. Es gibt auch Sachen, für die ich dankbar bin. Und ich glaube, für mich ist es vor allem halt hier in unserem Region oder Land Deutschland schon sehr zu erkennen, dass es eben eine politisch aktive Zivilgesellschaft überhaupt gibt. Und dass ich mich hier einfach eine Klimagerechtigkeitsbewegung anschließen kann, dass ich die nicht gründen muss oder dass es überhaupt möglich ist, ziviler Ungehorsam zu machen oder zu betätigen. Und das sind halt schon alle Sachen, für die ich dankbar bin, dass es die schon gibt und dass das Denken unserer Gesellschaft halt schon so weit ist, dass diese Sachen möglich sind, weil es halt in vielen Regionen unserer Welt halt nicht möglich ist. Werner, was denkst du, wo denkst du manchmal, das hätte ich mir früher schon gewünscht, vielleicht jetzt auch nach der Erfahrung, die du jetzt im Orga-Kreis gemacht hast beim Zukunft für alle Kongress? Ja, auch da wieder eine Antwort auf zwei Ebenen. Das eine ist, ich hätte mir früher schon gewünscht, und zwar von heute aus früher, dass Erfahrungen, die wir gemacht haben, bleiben. Wir haben in den 80er Jahren eine breite Bewegung zivilen Ungehorsams in Deutschland gehabt, die viel breiter war als heute und die weit in bürgerliche Kreise hineinging und die in den 90er Jahren vollständig oder fast vollständig wieder verschwunden ist. Erst ab 2007 geht 8 Gipfel in Heiligendamm. Fängt diese Bewegung wieder neu an. Und das, worauf Kate sich jetzt bezieht, ist dieser neue Anfang. Der alte war verloren gegangen. In der Friedensbewegung in Resten überlebt. Ich würde mir wünschen, dass solche Rückschläge nicht passieren. Ich würde mir aber, das ist die zweite Ebene, auch wünschen, dass einiges von dem, was wir jetzt in diesem Organisationskreis gelernt haben, oder was wir jetzt, die alten weißen Männer, da gelernt haben, Bestand hat. Ich habe bewundert, mit welcher Geduld die Moderatorinnen, das waren fast nur Menschen mit einem Sie-Pronomen, aber nicht nur, aber ganz, ganz überwiegend. Ich habe bewundert, mit welcher Geduld die Moderatorinnen immer wieder versucht haben, in den digitalen Treffen alle Beteiligten mitzunehmen. Immer wieder neu, noch eine Schleife und noch eine Schleife. Ich hätte aus meinen Erfahrungszusammenhängen regelmäßig schon sehr viel früher gesagt, den Konsens haben wir doch jetzt, da sind wir uns doch alle einig, oder? Und die Moderatorinnen hier haben das anders gemacht. Die haben manchmal noch 3 Schleifen gedreht, wo ich das Gefühl hatte, es ist doch alles klar. Sie aber das Gefühl hatten, da müssen noch Menschen mitgenommen werden. Ich fand das großartig.
Diese Fähigkeit, solche Prozesse tatsächlich so zu nutzen, dass am Ende alle auch was gelernt haben, die einen etwas mehr Geduld und zurückstecken und die anderen etwas mehr Selbstbewusstsein und sich trauen, das fände ich toll, wenn sich das verstetigt. Willst du noch was sagen dazu? Kate, hast du noch einen Impuls dazu? Ja. Ich fand es voll spannend, wenn du das so gesagt hast, dass du das Gefühl hast, manche Teile der Bewegung aus den 80ern dann verloren gegangen sind, weil das ist eben nicht mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, okay, da war schon was und deswegen haben wir irgendwas, worauf wir weiter aufbauen können, im Gegensatz zu vielen anderen Regionen, wo es halt diese erste Bausteine noch nicht gibt und dieses Bewusstsein, okay, es geht, wir können das machen, gibt es gar nicht. Spannend ja auch nochmal, ne? Ihr aus zwei unterschiedlichen Generationen, wie ihr unterschiedlich die Geschichten vielleicht auch lest oder erzählt und Kate das bewusst sieht und Werner vielleicht das Gefühl hat, da geht vielleicht was verloren in den letzten Jahren und kommt erst jetzt wieder auf oder so. Das ist ja vielleicht auch irgendwie ganz spannend, genau das irgendwie zu merken. Ich blicke so ein bisschen zu euch. Ich weiß nicht, ob es Fragen im Chat irgendwie gab. Ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, dass die hier hochwandern. Vielen Dank, Mia. Okay. Ah ja, es kommt. Ich glaube, das ist so eine Frage an euch beide. Wir haben ja jetzt viel über gesellschaftliche Positionen gesprochen, wo ja auch die Machtfrage gestellt wird, wer ist in welchen Sprechpositionen, wie organisieren wir uns und so weiter. Natürlich auch Bewegungsfreiheit und so weiter. Es gibt hier konkret die Frage, wie stellt ihr euch im Jahr 2048 in Hinblick auf unsere klimatischen Bedingungen und deren sozialen Auswirkungen vor. Wie stellt ihr euch das Jahr 2048 im Hinblick auf klimatische Bedingungen vor? Willst du, wer möchte? Willst du, hast du einen Impuls? Ich kann gerne auch anfangen, ja. Also Kohleausstieg ist längst vorbei, da haben wir schon viel erreicht. Trotzdem gibt es aber noch massive Proteste und viele zivile Ungehorsamkeit, die eben darauf hinweisen, dass wir noch viel weiterkommen sollten, mussten, um eben eine Klimagerechtigkeit näher zu kommen. Weil das sollte schon jetzt erkämpft werden, aber ich habe die Befürchtung, dass da ganz viel Widerstand ist, weswegen wir viel mehr kämpfen müssen. Hast du noch einen Blick darauf, Werner? Ja, es ist ja eine Schwierigkeit, sich das vorzustellen, weil die negative Vorstellung, also die Vorstellung, dass mit dem Klima wird immer schlimmer, und es geht ja nicht nur ums Klima, es geht ja insgesamt um die planetarischen Grenzen. Das Klima ist ja nur ein besonders prominentes Thema davon. Andere Themen sieht die ökologische Situation ja tendenziell noch schlechter aus als in der Klimafrage. Sich vorzustellen, dass das sich verschlechtert, dass die Tendenz der letzten Jahrzehnte sich fortsetzt, fällt nicht schwer. Die Widerstände gegen eine vernünftige ökologische Politik, gegen eine gute Klimapolitik sind massiv und wachsen eher, als dass sie schwächer werden. Was auf Regierungsebene weltweit passiert, ist im Wesentlichen Gerede und Unterschreiben von Papier, aber keine ernsthafte Politik gegen den Klimawandel. Insofern fällt es schwer, sich vorzustellen, dass das 2048 alles ganz anders ist. Aber wenn es nicht anders ist, dann brauchen wir über Utopie nicht reden. Dann müssen wir über Dystopien reden. Dann wird es auch noch Menschen geben, dann wird es Widerstand geben, dann wird es Kämpfe geben. Die werden aber in einer ganz anderen Aufstellung passieren, als wenn bis dahin entscheidende Schritte geschehen. Entscheidende Schritte wären natürlich Kohleausstieg, Kate, ganz klar, das scheint mir ein Schlüsselpunkt zu sein. Aus meiner Sicht wesentlich, aber auch muss es in den nächsten Jahren gelingen,
weg von nur dem Blick auf Klima zu kommen und Kämpfe zu entwickeln, die auch an anderen planetarischen Grenzen ansetzen. Biodiversität fängt so ein bisschen schon an. Und wir dürfen uns von diesem Zeitdruck, der in der ökologischen Frage steckt, nicht irre machen lassen. Das, glaube ich, ist der allerwichtigste Punkt. Der Zeitdruck ist objektiv da. Wir dürfen uns davon aber nicht völlig verängstigen und runterdrücken lassen. Ich werde später darauf nochmal zurückkommen. Hast du noch irgendwas, was hier noch? Es gibt noch eine zweite Frage, die ist aber an Werner. Vielleicht haben wir dann auch noch eine Frage dann noch danach. Und zwar, eigentlich ist ja unser Thema heute so ein bisschen, oder nicht eigentlich, sondern unser Thema heute ist Utopie 2048. Und es ist natürlich auch schwierig, sozusagen in der Utopie zu bleiben und nicht immer auch den Weg dahin beschreiben zu wollen. Diese Frage, glaube ich, zielt so ein bisschen mehr darauf ab. An dich, Werner, rückblickend. Welchen Wandel hattest du bis heute eigentlich erwartet und es ist nicht eingetreten? Oder andersrum, was hat sich geändert, was du dir nie erträumt hast? Der erste Teil der Frage ist ganz einfach zu beantworten. Gut. Wir haben 1988 in Berlin eine große Demonstration mit 80.000 Menschen gehabt für die komplette und bedingungslose Streichung der Schulden der Dritten Welt. Dieses Thema war 1989/90 mit dem Epochenbruch in Osteuropa vorbei. Und heute gibt es noch kleine, weniger bedeutsame Bewegungen, die einen bedingten Schuldenerlass, gerade mal so viel, dass die zahlungsfähig bleiben, verlangen. Das ganze Thema ist fort. Ich hätte 1988 darauf gewettet, dass spätestens 1995 die Schulden der Dritten Welt gestrichen sind. Das finde ich einen ganz, ganz dramatischen Punkt, weil die Schuldensituation der armgemachten Länder des Südens bis heute ein ganz, ganz wesentlicher Grund dafür ist, dass wir in Klimapolitik und vielen anderen Dingen nicht weiterkommen. Und was umgekehrt, hat sich nie irgendwas erwartet hätte. Entschuldigung, ja, nee. Ist gut. Genau. Was ist gut. Den anderen Teil lassen wir weg. Okay. Den anderen Teil lassen wir weg. Genau. Also was mir da noch sozusagen einfällt, dem was du sagst. Also letztes Jahr auf dem Leipziger Land gab es auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Podium zu Klima, wo auch nochmal auch aus antirassistischer Perspektive, wo ganz klar nochmal die Forderung an Klimarepressionszahlungen hochgehalten wurde. Also ich glaube, das sind ja Forderungen, die dem auch entspricht, was du jetzt gerade gesagt hast in 89, auch wenn es immer noch nicht so weit ist. Genau, ich glaube, ich hätte noch Platz für eine Frage. Würde auch gerne nochmal Kate sprechen lassen. Also, ihr seid beide sehr offen für den Austausch und das Lernen zwischen den Generationen. Das kommt auf jeden Fall schon mal als Feedback aus dem Kanal raus. Was tun? Was tun mit Menschen in der Bewegung, die das nicht sind? Bisschen schieß. Da steht hinten drunter noch Hashtag Anführungszeichen weiße alte Männer, alte weiße Männer. Gibt's, Kate, vielleicht hast du ja selber schon mal auch einen Umgang damit wie finden müssen. Ja, also ich konnte darauf antworten, aber das würde ich wieder bei Werner sehen, dass er irgendwie, beziehungsweise dass die alte weiße Männer auch die Verantwortung unter sich davor übernehmen können und dass eben Flint-Personen davon nicht verantwortlich sind, alte weiße Männer anzuweisen, wie sie sich verhalten sollten uns gegenüber und der Gesellschaft gegenüber. Magst du auch noch was dazu sagen? Was tun mit Menschen in der Bewegung, die das nicht sind? Jenseits das, also hast du noch einen anderen Aspekt, jenseits was Kate meinte? Ich finde völlig richtig, was Kate sagt. Selbstverständlich müssen alte weiße Männer die Verantwortung dafür übernehmen, ihre Privilegien zu reflektieren und zu gucken, wo man sie ein Stück weit eingrenzen kann. Wir werden nicht lernen, uns zu verhalten, als wären wir nicht die, die wir sind. Das, glaube ich, erwartet Kate auch nicht. Aber Verantwortung dafür übernehmen,
dass die eigenen Privilegien gesehen, reflektiert und zumindest ein Stück weit eingehegt werden. Das ist eine Aufgabe, die man hat, klar. Gut. Kommen wir zu einem nächsten Teil. Nämlich hier aufgebaut ist der Koffer der Zukunft, falls ihr gestern schon reingeschalten habt. Hier ist er wieder. Ihr werdet diesen Koffer der Zukunft auch jeden Morgen wiederfinden. Der Koffer der Zukunft steht sozusagen da, was packe ich in meinen Koffer für 2048? Und alle Menschen, alle Gäste, die da sind, fragen wir, was möchtet ihr denn da reinlegen für eure, für die Zukunft 48 oder für die Generation, für die Menschen dort? Gestern hat Natasha Kelly schon einen Schlüssel hier reingelegt. Das ist ihr Schlüssel zur Befreiung. Der liegt hier schon. Und jetzt frage ich Kate. Kate, was hast du mitgebracht? Ich habe lange überlegt, ob ich mein Notizbuch oder meinen Stift abgeben sollte. Dann habe ich mich für den Stift entschieden, weil ich einerseits sehr gerne schreibe und andererseits sehr gerne auch festhalten würde, ihm das, was wir irgendwie jetzt besprechen, dass es auch tatsächlich irgendwie passiert und dass wir die Geschichten dann auch verfolgen können. Gut, vielen Dank. Leg ihn mit dazu. Werner, der Blick an dich. Was möchtest du denn in den Koffer der Zukunft legen? Ich möchte da etwas ganz Altes hineinlegen, nämlich das Schlusslied der damaligen mehr oder weniger linken Kultband Schmetterlinge aus ihrer Doppel-CD von 1982, Die letzte Welt. Dieses Schlusslied unter dem Titel Trotzlied. Dort beschreiben sie, wie sich weltweit machtvoll, so schreiben sie es, die Tendenz des Todes breit macht und sagen, sie wollen nicht ihren Freunden mit dem Schlusslied auf die Schulter klopfen und hoffnungsvoll der Zukunft ihre Löcher stopfen, sondern worum es geht, ist, sich vor Angst nicht gehen zu lassen, den Wahnsinn nicht geschehen zu lassen, weil ja auch wir Tendenz des Lebens sind. Das möchte ich der Zukunft mitgeben und das möchte ich, dass es 2048 Realität ist und man nicht mehr vor der Frage der Angst steht, sondern die Tendenz des Lebens sehen und leben kann. Vielen Dank, Werner. Das Lied, das Trotzlied heißt das, oder? Soll auch nach Leipzig kommen und deswegen kannst du es mir jetzt rübergeben. Hier ist es. Vielen Dank. Das Trotzlied, wir legen es auch hier mit rein zu diesem Stift, der die Geschichte schreibt, der Geschichten immer wieder aufschreibt, wie wir voneinander lernen. Zu dem Schlüssel der Befreiung und auch zu diesem schon älteren Lied, was immer noch quasi Aktualität hat. Ich habe das Gefühl, wir hatten an unterschiedlichen Momenten emotionale Punkte gemeinsam. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt für dieses Gespräch, dass wir miteinander gesprochen haben, dass wir voneinander lernen können. Vielen Dank auch, dass ihr vor allem diese krasse Arbeit in diesem Organisationskreis gemacht habt und ja, hier an diesem Morgen dabei wart. Ich habe noch vier organisatorische Punkte. Ihr bleibt jetzt einfach noch hier mit mir und hört euch das an und dann gehen wir quasi, machen wir gemeinsam Schluss. Genau, heute starten wir den Donnerstag, den dritten Tag vom Zukunft für alle Kongress und ich möchte euch noch so ein paar Hinweise mitgeben. Einmal gibt es einen Open Space, also einen offenen Raum, der ist immer von 17 bis 18.30 Uhr in der digitalen Bar. Und dort habt ihr die Möglichkeit,
eure Themen einzubringen. Also wenn ihr nochmal euch ein Workshop-Angebot habt oder bestimmte Themen irgendwie euch zu kurz kamen, gibt es da die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es gibt auch schon ein Angebot dort. Wie gesagt, das findet ihr in der digitalen Bar. Ansonsten machen wir ja ein mega großes, krasses technisches Event. Es kommt auch immer wieder mal zu technischen Störungen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Aber wir sind auch voller Hoffnung, weil ganz viele Leute ganz viel unsichtbare Arbeit den ganzen Tag über machen. Und falls ihr uns da noch unterstützen könnt, wir brauchen für die Workshops immer noch sogenannte Tech-Hosts. Und da könnt ihr auch euch nochmal an uns wenden. Die E-Mail-Adresse, ich sage dir jetzt einfach, ich weiß nicht, ob sie eingeblendet wird, ist zfa-digital@riseup.net. Ansonsten findet ihr auch alles im Infopunkt. Dann freuen wir uns noch ganz herzlich, wenn ihr Teilnahmebeiträge zahlt, falls ihr das schon angegeben habt oder wenn ihr euch einfach gerade reinklickt und irgendwie Lust habt, den Kongress und die Arbeit zu unterstützen, eine Spende uns zu geben, zu spenden. Da wären wir euch auch sehr dankbar. Und vierter und letzter Punkt, für die Leute, die angemeldet sind, während der Konferenz. Wir haben ein Bezugsgruppenkonzept, also dass ihr euch so ganz unterschiedlich zusammenwürfeln könnt mit den Leuten, die auch teilnehmen an diesem Kongress und austauschen könnt. Und es gibt jetzt so ein neues System, den Bezugsgruppenwürfel. Der ist immer von 14 bis 14.30 Uhr und den findet ihr im Menü im Venueless auf der linken Seite. Genau. So viel von meiner Seite oder so für diesen zweiten Morgenauftakt. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal bei euch für die Offenheit, dass ihr da seid und mitgestaltet. Und ja. Danke dir für die Moderation. Ja, gerne, sehr gerne. Wir schreiten weiter voran in eine, wie auch immer, Zukunft und hoffen, dass wir die Kämpfe gemeinsam vorantreiben. Und danke, dass ihr mit dabei wart. Einen wunderschönen Tag euch noch. Danke.